Scannen kann lästig sein, vor allem wenn man eine große Menge an Dokumenten hat. Mit dem ScanSnap EX1600 von Fujitsu soll das Vergangenheit sein. Er scannt bis zu 50 DIN A4 Blätter in Windeseile. Über Kabel oder WLAN lässt sich der Scanner mit dem Mac- oder Windows-Rechner verbinden. Über die mitgelieferte Software ScanSnap Home wird das Gerät am PC gesteuert. Es gibt einige Einstellungsmöglichkeiten. Von Farbmodus über Duplex-Modus, Qualität, Drehung, Format und Benennung. Besonders interessant finden wir die Einstellung Leere Seiten entfernen. Hat man eine Mischung aus ein- oder mehrseitig bedruckten Blättern, werden leere Seiten automatisch aus der Datei entfernt. Es lassen sich eigene Profile anlegen, zum Beispiel für Quittungen oder Visitenkarten. Je nach Typ kann man per Knopfdruck die passenden Einstellungen aktivieren. Die Software verfügt über eine Texterkennung. So werden die Dokumente zum Beispiel intelligent benannt oder Kontaktdaten von Visitenkarten digitalisiert. Damit und dank der Profile ist ein komplett digitales Dokumentenmanagement möglich. Lästiges Abheften und Archivieren von Papiermassen kann man sich so sparen. Außerdem funktioniert auch die digitale Dokumentensuche bedeutend schneller. Praktisch ist auch die Scan-to-E-Mail-Funktion. So fügt man sein gescanntes Dokument schnell in eine Mail ein. Man kann auch direkt aufs Smartphone scannen, mit der ScanSnap-App für Android und iOS. Über WLAN wird der Scanner mit dem Smartphone gekoppelt. Dann stehen, wie beim PC-Scan, einige Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Leider funktionierte bei uns die praktische Funktion, leere Seiten zu löschen, über die App nicht richtig. Zwar werden vollständig weiße Seiten entfernt, aber gelochte weiße Seiten bleiben in der Datei. Der Grund dafür ist uns nicht klar geworden. Trotzdem kann der Fujitsu ScanSnap EX1600 das, wofür er da ist, gut. Scannen. Ist erstmal technisch alles eingerichtet und hat verstanden, wie man das Gerät richtig bedient, ist er eine wahre Erleichterung für Leute, die oft und viel scannen. Diese Erleichterung kostet über 450 Euro auf Amazon. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Wie scannt ihr? Schreibt uns in die Kommentare und nennt uns eure Hardware. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.